Frankreich rüstet sich das dritte Wochenende in Folge für neue Massenproteste gegen die Corona-Regeln. Wie in Paris werden im ganzen Land heute 160.000 Demonstrierende erwartet. Sie protestieren gegen die geplante Impfpflicht für Gesundheitspersonal und die Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses. Der Pass dient als Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Genesung oder eine vollständige Impfung. Die strengeren Regeln hatte Präsident Macron Mitte Juli verkündet. Am Donnerstag sollen sie die letzte Hürde im Parlament nehmen. Und wir schauen nach Paris, von dort zugeschaltet Peter Heusch. Peter, wir erinnern uns zurück an die Gelbwesten. Die haben ordentlich Druck gemacht, haben die Corona-Gegnerinnen und Gegner, die wir jetzt sehen, das Zeug, ja, Macron genauso unter Druck zu setzen? Also das ist die große Frage und man muss auch wissen, die Gelbwesten sind dabei. Es sind sehr viele Gelbwesten bei diesen Impfgegner-Demonstrationen, Anti-Vax heißen die Impfgegner hier. Und dabei geben die Sprecher der Gelbwesten zu, dass sie eigentlich gar nicht gegen die Impfung sind, aber sie sind dagegen, dass Macron die Bevölkerung mehr oder weniger dazu verpflichtet, denn darauf läuft der Gesundheitspass hinaus. Die Frage, ob das genauso eine Protestbewegung, ja fast ein Aufstand wird, wie damals mit den Gelbwesten, die kann man zwar noch nicht beantworten. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie viele Leute heute tatsächlich landesweit auf die Straße gehen. Wären es 160.000, wie momentan geschätzt wird, dann wären es genauso viele wie am letzten Samstag. Aber man darf nicht vergessen, wir sind hier mitten in der Ferienzeit und nicht nur mitten in der vierten Corona-Welle. Und während damals zum Anfang zwei Drittel der Franzosen oder sogar mehr gewisse Sympathien für die Proteste der Gelbwesten hegten, ist das diesmal nicht der Fall. Diesmal stehen 77% der Franzosen hinter den von Macron angekündigten Maßnahmen. Und insofern hat diese Protestbewegung ganz einfach nicht dasselbe Potenzial und kann auch nicht so viele Leute für sich einnehmen. Denn die Impfgegner sind nicht so wahnsinnig populär. Die Impfpflicht zum Beispiel für das Gesundheitspersonal ist es. Jetzt muss man ja auch sagen, die Maßnahmen, die kommen ja auch nicht ohne Grund. Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Frankreich? Delta hat ja auch da zu einem Anstieg der Zahlen geführt. Ja, völlig richtig, Lena. Im Augenblick bist du in Deutschland besser aufgehoben als hier. Wir haben so an die 25.000 Neuinfektionen pro Tag. Allerdings sind die Menschen, die sich da infizieren, eben sehr viel jünger als bei den ersten drei Wellen. Und vor allen Dingen, wir haben eine Inzidenz, die inzwischen bei 215 liegt. Und es gibt die ersten Lockdowns, zum Beispiel in den Überseedepartements La Réunion und Martinique. Das heißt, hier werden jetzt Maßnahmen getroffen. Man ist dazu gezwungen, obwohl die Krankenhäuser nicht überfüllt sind, denn mit dieser vierten Welle geht nicht ein brutaler Anstieg der Covid-Patienten im Krankenhaus einher, jedenfalls noch nicht und möglicherweise eben tatsächlich, weil es vor allem die jüngeren Menschen sind, die sich anstecken, aber es werden Maßnahmen ergriffen, natürlich, also in gewissen Departements muss man zum Beispiel wieder die Maske tragen und der Gesundheitspass, der ja nun ausgeweitet wird, das Stichdatum ist der 9. August und dann kann man ohne Gesundheitspass in Frankreich eigentlich nicht mehr besonders viel machen. Man kann nicht mehr in die großen Einkaufszentren gehen, man kann keine Fernfahrten mit der Bahn machen oder mit dem Bus, man kann nicht ins Kino, man kann nicht ins Theater, man kann nicht ins Restaurant, man kann nicht in die Bar. Also mit anderen Worten, das ist eine Impfpflicht, die nicht so genannt werden will und dagegen protestieren eben auch heutzutage wieder die Impfgegner. Peter, danke schön für deine Erläuterung. Bitteschön.